15. Mai und heute erscheint dieses Buch hier und zwar ist es der erste Teil der Wellington-Saga. Er heißt Versuchung. Ich durfte das Buch vorab vom Verlag aus schon lesen. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an den Verlag. Und ich erkläre euch jetzt erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In dem ersten Teil der Wellington-Saga geht es um Georgia. Georgia ist Tierärztin und lebt in Upstate New York auf einer kleinen heruntergekommenen Farm mit ihrem Vater zusammen. Ihr bester Freund Billy ist der Sohn reicher Eltern und er überredet sich dazu, für einige Tage nach Wellington zu kommen, denn Billy hat einen neuen Freund, Bo. Und da Billy schon in der Vergangenheit sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Männern, bittet er seine beste Freundin Georgia darum, nach Wellington zu kommen und sich Bo einmal anzusehen, denn Georgia hat eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis und sie soll jetzt quasi diese Beziehung absegnen, dass Billy halt nicht wieder sich in irgendwas Falschem verrennt. Und nach einigem Hin und Her stimmt Georgia zu, dann doch nach Wellington zu reisen, obwohl sie eigentlich gar keine Lust hat, weil das halt alles, wie gesagt, reiche Leute sind und sie damit auch nicht wirklich irgendwas anfangen kann. Und ja, sie aber ihren besten Freund über alles liebt und deswegen sich auf diesen Deal einlässt. In Wellington angekommen, merkt Georgia sehr, sehr schnell, dass das nicht ihre Welt ist. Und als sie den unglaublich attraktiven Alejandro del Campo kennenlernt, ist es um sie geschehen. Und sie weiß, dass sie sich von ihm fernhalten muss, denn er lebt in einer ganz, ganz anderen Welt, mit der sie nichts zu tun hat und in der sie wahrscheinlich auch nie zurechtkommen wird. Doch da auch Alejandro sich Georgia gegenüber sehr, sehr hingezogen fühlt, kann er ein Nein von ihr nicht wirklich akzeptieren. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Ich möchte nicht allzu viel verraten, denn in diesem Buch passiert noch einiges mehr. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich mit sehr gemischten Gefühlen an dieses Buch rangegangen bin, weil ich echt Angst hatte, dass das so ein Buch à la Crossfire wird, also wo wirklich der Sex mehr im Vordergrund steht als die Handlung. Und ich kann sagen, Gott sei Dank, dem ist nicht so. Halleluja! Es war ein erotischer Roman schon, aber die Erotik steht jetzt hier nicht zwingend im Vordergrund. Also man merkt halt schon, dass die Charaktere aufeinander stehen und dass die aufeinander abfahren und sich attraktiv finden. Aber das ist jetzt hier nicht der Hauptpart in diesem Buch, sondern hier steht wirklich die Handlung im Vordergrund und nicht die Erotik. Und das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen und ich habe nur gedacht beim Lesen, yuppie! Hey, es ist nicht wie Crossfire, Gott sei Dank. Also ja, da war ich wirklich sehr, sehr erleichtert drüber. Ansonsten zur Handlung kann ich schon sagen, dass mir die Handlung wirklich im Großen sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand das Ende ein bisschen schwach, also da hätte ich mir mehr gewünscht vom Ende her. Also ich fand, zum Ende hin wurde das alles sehr, sehr schnell dann aufgelöst und die Charaktere haben zum Ende hin alles sehr, sehr schnell akzeptiert und waren sich dann auch sehr, sehr schnell wieder einig und da irgendwie hätte ich mir da irgendwie noch mehr gewünscht und irgendwas anderes gewünscht, aber es war ein schönes Ende auf jeden Fall von der Geschichte und die Geschichte ist auch in sich abgeschlossen. Es gibt dann noch einen zweiten und dritten Teil. Hier geht es dann aber um die Geschwister von Alejandro und halt nicht direkt um Alejandro, was ich auch sehr, sehr gut finde. Zu den Charakteren kann ich ja sagen, dass mir George die war mir so sympathisch, die Frau. Sie ist sehr natürlich und ein sehr offener, herzlicher, lustiger Mensch. Und man tut sofort mit ihr sympathisieren und man kann sich sofort in sie hineinversetzen, wo sie in diese Jet-Set-Welt da hineingeworfen wird quasi und damit sie überhaupt nicht klarkommt. Und Alejandro ist ein Mensch, der weiß, was er will und der bekommt, was er will. Und man merkt halt bei ihm auch sehr, sehr schön diesen Zwiespalt, den er mit sich hat, mit seinen eigenen Regeln, die er aufgestellt hat und halt seinen Gefühlen für Georgia. Die Nebencharaktere haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also hier Billy und Bo, die Freunde von Georgia, waren einfach nur süß. Die Geschwister von Alejandro haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die ganzen anderen Nebencharaktere, die hier noch eine Rolle mitspielen, wie die zickige Freundin oder der doofe Tierarzt, der hier noch mit drin vorkommt, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich fand die Charaktere von der Ausarbeitung wirklich sehr, sehr gelungen, da kann ich nicht meckern. Also fand ich wirklich rundum gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zum Setting kann ich nur sagen, dass das hier immer etwas ganz, ganz anderes ist. Also wir befinden uns hier in Amerika, in Wellington, aber das ist ja so die Welt der Reichen und Schönen, die Welt der High Society. Und es war schön, mal so einen Einblick in diese Welt zu bekommen. Und ich fand das auch von den Umschreibungen her in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut. Also ich konnte mir die Villen und auch dieses Polospiel und auch wie das alles dort aussieht, wenn die irgendwo einkaufen waren oder so. Das konnte ich mir alles wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Fand ich gut, hat mir sehr gut gefallen, vom Setting her auch. Der Schreibstil ist ein Erzählerschreibstil, ähnlich wie bei Nalini Singh, würde ich das Ganze jetzt vergleichen. Also man liest hier schon aus ihrer und aus seiner Perspektive, aber es ist irgendwie immer eine Erzählerperspektive. Also ich finde, das ist schwierig zu erklären, aber fand ich auf jeden Fall sehr gut, hat mir gut gefallen. Also gerade dieser Wechsel zwischen Alejandro und Georgia, dass man immer von beiden gelesen hat und bei beiden wusste, was gerade so auch gefühlsmäßig los ist.
Mein Fazit zu diesem Buch ist, dass die Wellington-Saga mich im positiven Sinne wirklich überrascht hat. Ich finde, es ist eine gelungene erotische Liebesgeschichte. Ich werde mir den zweiten und dritten Teil auf jeden Fall mit angucken. Und ich fand auch vom Setting her das Ganze einfach mal cool, dass das halt in so einer High-Society-Welt spielt mit diesen Polospielern und diesem ganzen Drum und Dran. Fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Und wer Bock auf eine tolle erotische Liebesgeschichte hat, sollte sich die Wellington-Saga, den ersten Teil Versuchung, auf jeden Fall mal mit angucken. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll und wie gesagt, war positiv wirklich sehr überrascht von diesem Buch und ja, I like. Was anderes kann ich dazu eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Lest es, wenn ihr Bock auf so eine Geschichte habt. Das war meine kurze Buchvorstellung zur Wellington-Saga-Versuchung. Wenn ihr dieses Buch schon gelesen habt, dann schreibt mir eure Meinung doch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.